Ja, moin meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video hier bei Schwungvoll und es geht weiterhin um das Model Y und ihr habt in dem letzten Video im Q-Check oft auch gefragt, warum guckst du denn nicht mal unters Blech? Ja, weil ich die Möglichkeiten nicht habe, aber es gibt da jemanden, der hat die Möglichkeiten und da bin ich nämlich jetzt und zwar seht ihr es hier, Jürs und da ist auch schon der Michael. Hi Michael. Hi. Und wir gucken jetzt mal dem Model Y in die Unterwäsche, das heißt, muss ich mal eben sortieren hier. Das hier brauche ich nicht, das ist meine Fächerlehre, die kennt ihr. Nein, aber ich habe hier einen Magneten dabei und dann können wir zum Beispiel unter anderem gucken, wo ist Blech, wo ist Aluminium verbaut, Strukturen ansehen und so weiter. Ich bin unheimlich gespannt, einfach mal das Model Y teilzählig zu sehen und lass uns machen, oder? Wir dürfen ja nicht jedem unter die Unterwäsche gucken, aber heute dürfen wir und das Model Y, habe ich mir sagen lassen, hat auch zum Teil so eine schöne Wabenstruktur. Das soll wirklich, also lass uns mal schauen gehen. Das klingt sexy, um es mit Tesla-Worten zu sagen. Genau. Also, lass uns losgehen. Los. So, Michael, und da sehen wir schon das Objekt der Begierde oben auf der Hebebühne. Das Model Y schon echt gut gestrippt von euch. Also, sehen wir hier auch und wenn wir jetzt mal eben einmal rumgehen. Geh doch einmal rum. Ich gehe mal rum. So, und das heißt, jetzt haben wir wirklich die einmalige Chance, da mal wirklich reinzugucken. Was hier schon gerade auffällt, ich bin jetzt hier gerade am Rathaus, das ist diese völlig neuartige Wabenstruktur hier in diesem Bereich hier, weil nämlich das Heckstück natürlich aus Aluminiumdruckguss gefertigt worden ist. Aluminiumdruckguss, das was in Grünheide auch im vorderen Bereich kommen soll, das ist hier hinten schon umgesetzt, das gucken wir uns gleich mal eben an. Die haben tatsächlich nachher vor, zwei große Elemente zu pressen, deswegen Druckguss und dann zusammenzufügen. Ja. Und dann halt in der Mitte zu verbinden. Genau, in der Mitte wird es dann nur durch die Waben auf eine Struktur, wo die Batterien irgendwann später rein sollen, die neuen Zellen gehalten. Mit Verbindern, denke ich mal, wird das dann halt gehalten. Völlig neuartig. Mir völlig unklar im Moment, wie da ein Unfall zu reparieren ist. Ja, das wäre jetzt mal eine Frage. Ne? Also Aluminiumdruckguss, für die, die es nicht wissen, so ein Krümmer vielleicht oder so vom Verbrenner, der ist ja auch so ein Druckguss Aluminium. Den kannst du nicht schweißen oder so weiter. Das heißt, wenn da hinten wirklich ein größerer Crash ist, du kannst da nicht mal was rausschneiden und wieder einschweißen. Nee, so macht man es ja bei den herkömmlichen Fahrzeugen. Da, die werden halt die Baugruppen rausgeschnitten und neu eingeschweißt. Gegebenenfalls werden angrenzende Baugruppen halt vorher gerichtet. Ja. Und das ist hier natürlich nicht möglich. Und das interessiert mich wirklich sehr, wie die Vorgaben da von Tesla sein du werden. Du weißt es auch selber noch nicht? Noch nicht. Ich wollte heute das in Erfahrung bringen, aber meine Kontaktperson ist leider im Urlaub. Ich gönne ihm das aber. Dennis, schönen Urlaub wünsche ich dir. Ja, das hätte mich schon sehr interessiert, weil wenn wir mal davon ausgehen, man kann das ja jetzt nicht einfach das eine Teil austauschen, weil die ganze Außenhaut hängt natürlich an diesem Teil. Genau, richtig. Und wenn wir jetzt. Wir sehen ja hier den klassischen Biegeträger. Das ist der fängt die Kleinstöße auf und so weiter. Ja? Ich lasse das mal einmal weiter runter. Ja. Also, er fängt die Kleinstöße auf. Hier haben wir ein geschraubtes Abschlussblech. Das heißt. Also das hier auch. Ich habe hier so Magneten. Das ist auch alles Alu hier. Da ist nichts. Und hier haben wir Stahl. Das ist Stahl. Ne? So, wenn dieses Teil jetzt hier natürlich innen, sag ich mal, beschädigt ist, dass die inneren Radhäuser, dieses Teil hier, gehört noch zu dem Aluminiumdruckgussteil. Ja, genau, also wenn ich jetzt hier mal eben rangehe, da seht ihr, da geht gar nichts gerade. Übrigens, das ist neu hier, ne? Ja. Diese Dämmmatten hier. Ja, die sind tatsächlich neu, die kommen da noch rüber. Wir haben jetzt hier schon wieder drunter gedämmt. Wir haben jetzt gerade, sind dabei. Und das ist der vom inneren, vom äußeren Rathaus. Das innere Rathaus, äußere Rathaus. Ja, ja, das gab es bei Model 3 nicht. Das ist auch schon neu. Hat Tesla sich was einfallen lassen? Das ist auch tatsächlich gegen Geräuschdämmung oder für Geräuschdämmung, nicht dagegen, sondern dafür. Also das ist schon mal neu gegenüber dem Model 3. Das wollte ich ja nochmal zeigen, was alles neu ist. Und das, ja, was du eben sagtest, ne? Also der ganze hintere Bereich hier ist ja ein Teil, der geht bis hier oben, geht der weiter. Im hinteren Bereich, weiß gar nicht, wo er jetzt der hier genau aufhört. Also, über die Fahrzeugmitte.
über die Fahrzeugmitte. Und hier ist jetzt wirklich die große Frage, dieses Radhaus ist dann natürlich das äußere Radhaus angeschweißt und das Seitenteil, also nicht angeschweißt, genietet, gepoppt, geklebt. Das ist ja auch wieder sowas. Wir haben hier ganz oft dieses Thema galvanische Korrosion, das heißt die Korrosion zwischen Aluminium per se, eigentlich so ja nicht möglich, aber Kontaktkorrosion zwischen Stahlblech und eben Aluminium, das ist immer so ein kritisches Thema und da sind wir beim Thema Hohlraumversiegelung. Korrosion schon möglich bei Aluminium, sehen wir ja bei den alten Krümmerteilen, aber bei Aluminium, wenn wir jetzt so ein normales Aluminium haben, nennt sich das halt Weißrost. Also es ist auch eine Korrosion, aber eben nicht dieses braune, was wir halt von den Autos braune kennen. Braune Pest. Also ich bin wirklich sehr gespannt, wie dieses Auto zu reparieren ist. Da haben sich auch schon einige drunter über unterhalten. Wir werden das in Erfahrung bringen und mal ein eigenes Video von machen. Genau. Ja, gerade angesprochen schon, Hohlraumversiegelung. Wir haben mit dem Endoskop mal auch vorhin in dieses Radhaus reingeleuchtet. Da ist nichts mit Hohlraumversiegelung. Nee. Das heißt, dahingehend würde ich jetzt auch schon aus meiner Expertise heraus ganz dringend empfehlen, mal einen Termin bei dir zu machen, um da gegebenenfalls genau das nachzuholen. Ne? Genau. Kann man natürlich auch woanders machen für die Leute, die jetzt sich da wirklich mit Tesla auskennen oder Bodyshops, die auch die Hohlraumversiegelung mit anbieten. Wir haben beide vorhin in meinem Video einmal erarbeitet, was wir machen würden. Ja, genau. Ich verlinke das mal eben. Da gibt es halt ein paar verschiedene Teile, wo wir aus fachmännischer Sicht einfach der Meinung sind, dass es Not tut. Definitiv. Tesla selber, muss man ja auch ganz klar so sagen, die sagen, das tut nicht Not. Sie gehen sogar einen Schritt weiter und sagen, wenn du dabei gehst mit Hohlraumversiegelung, erlischt die Garantie, was Rostschutz angeht. Richtig. Ist aber beim Model 3 genauso. Genau. Und trotzdem sind für 2 bis 3 Monate im Voraus ausgebucht, weil ja sogar auch einige Bodyshops gesagt haben, nach Unfall, also wenn einer so ein Auto einen Unfall hatte, gab es ja schon genug, auch dass man da drin eine Korrosion schon gesehen hat, weil da eben keine Hohlraumversiegelung drin ist, so wie es beim deutschen Fahrzeugen der Fall ist. So, ein Unterschied übrigens noch, auch zum Model 3, das ist, jetzt hast du hochgefahren. Ja, ich mach's uns mal wieder hoch, kleinen Moment. Wir sind ja flexibel hier. Wir sind flexibel, hat er gesagt, dann muss ich mich gar nicht bücken hier. Aber tatsächlich gibt es auch hier im unteren Bereich noch eine größere Änderung. Und das betrifft nämlich hier die, früher hätte man gesagt, Reserveradwanne, ist natürlich nicht, sondern das ist im Prinzip die Kofferraumwanne, die untere. Und die ist jetzt aus Kunststoff. Die ist aus Kunststoff, genau. Ne? Also das ist tatsächlich neu. Die haben wir jetzt tatsächlich auch schon gedämmt. Das hört man, weil das Auto wird auch gleichzeitig gedämmt. Also kriegt Hohlraumversiegelung, Dämmung und eine Hohlraumversiegelung. Ja. Und ja, das Teil ist jetzt komplett aus Kunststoff. Das ist beim Model 3 zum Beispiel aus Aluminium. Ja, guck mal. Also, Heckbereich ist grundsätzlich komplett unterschiedlich zum Model 3, was wir da jetzt sehen. Ne? Also wirklich von dem einen Aluminium-Druckgussteil, die Kofferraumwanne ist komplett anders. Ja, wir haben hier einen Stahl-Blech-Mix, ne? Also hier im unteren Bereich, das hier wieder alles Aluminium. Hier, da bleibt mein Magnet hier gar nicht hängen. Und im weiteren oben Bereich haben wir dann wieder Stahl. Haben wir auch im unteren Bereich, fahren wir ein bisschen runter. Ich bin nicht ganz so groß wie du. Aber so groß ist der Michael auch nicht. Was ich euch hier im Rathaus nochmal zeigen wollte. Ja, reicht. Da haben wir noch wieder Stahlblech. Und dann in diesem Bereich hier, bis hier oben, das ist alles dann auch wieder Aluminium. Wobei natürlich das Seitenteil selber, und das erkennt man hier, an diesen Punkten, das sind nämlich Nieten und das heißt immer, das sind eigentlich zwei Materialien, die man sonst nicht miteinander verbinden kann, außer Kleben und Nieten. Das ist nämlich dann wieder Stahl. Ja, bekannt aus dem Flugzeugbau, ne? Genau, richtig. Flugzeuge werden auch genietet, da hast du ja völlig recht. So, gut, auf der Höhe können wir gleich mal eben nach vorne gehen, würde ich sagen. Ja, gehen wir mal vorne. Da ist das ja ein, da es ja ein China Model Y ist, haben wir hier noch den Vorderwagen. Da muss ich das Auto wieder weiter runterlassen für. Ja, warte, dann lass uns mal eben eine Neuigkeit zeigen, was tatsächlich eine große Neuigkeit ist. Das ist der Schweller. Vorne und hinten ist der Schweller jetzt hier komplett dicht. Es ist Stahl. Also der ganze Vorderwagen ist hier auch Stahl. Also egal, wo ich jetzt hier gucke oder so weiter, ist alles Stahl, weil es Model 3 Übernahme ist. Aber es ist hier geschlossen. Ja. Und das ist tatsächlich eine große Neuerung gegenüber dem Model 3, wo hier doch schon immer wieder auch trotz Schmutzfänger, natürlich hinter die Schmutzfänger dann, wirklich die Seuche in den Schweller reingeht.
Und im schlechtesten Falle nicht wieder rausläuft. Vorne und hinten geschlossen. Ein Kunststoffabdeckschwelle haben wir hier und in dem Blech hier selber dann haben wir diverse Löcher. Genau. Zeigen wir jetzt einmal mit dem Endoskop. Genau, da seht ihr, dass da auch keinerlei Hohlraumversiegelung drin ist. Trocken. Trocken. Also auch da würdet ihr natürlich dann dafür sorgen, dass dort dementsprechend geschützt wird. Naja, wenn wir deutsche Fahrzeuge haben mit Unfallschäden, wo wir Schwelle erneuern, wo wir Seitenteile erneuern oder die ganzen Seiten erneuern, da sieht man ja bei Audi, VW, sind natürlich Hohlraumversiegelung drin. Ja. Deswegen meiner Meinung nach gehört das da einfach rein. Sehe ich als alter Autobauer. Sehe ich da, ja, ich bin ja kein Autobauer mehr, aber ich habe es lange gemacht und da sehe ich das genauso. Ja. Bin ich voll bei dir. Ja, fahren wir eben runter, dann gucken wir eben auch oben nochmal rein. Also, was nun? Oh, der Jürs, der kriegt alles kaputt hier, der Scharnberg, der. Verkehrten Knopf gedrückt. Ach so, okay. Ja, und Model Y hat natürlich die Wärmepumpe drin. So reicht, würde ich sagen. Also hier im vorderen Bereich übrigens natürlich hier vorne auch der Biegeträger im unteren Bereich hier. Der ist natürlich wieder komplett aus Aluminium. Und auch hier die Pralldämpfer in dem Bereich hier, die Aluminium, die sollen sich natürlich bei einem Crash so ein bisschen auch die ganze Energie abfedern. Und dementsprechend sind die genau so aus diesem Material, wie es hier der Fall ist. Der Rest im vorderen Bereich ist natürlich auch wieder alles Stahl. Genau. Stahl. Und das alles ist das, was sich dann, Michael, zukünftig ändern soll, wenn die Fahrzeuge aus Berlin kommen. Genau, dann soll tatsächlich das so sein, dass dann im Grunde genommen hinten Aluminiumdruck ist, vorne und dann werden die Fahrzeuge zusammengesetzt. Ja. Was auch ganz witzig ist, was auch ich noch nie gesehen habe, dass es eine Fahrgestellnummer in den Kotflügeln gibt. Oh ja, guck mal, da ist sie. Also wir haben sie natürlich nach wie vor in der Windschutzscheibe, aber in einen auswechselbaren Teil, was als erstes immer beim Unfall kaputt geht. Also das ist selten. Also das habe ich noch nie gesehen. Ich habe im hinteren Bereich eben auch eine gesehen. Ja, also, da sind also wirklich in diesem Fahrzeug mehrere. Normalerweise gibt es eine Fahrgestellnummer, die ist dann halt mit dem Fahrzeug fest verbunden. Ich zeige euch das mal eben, ich gehe mir eben nach hinten mit euch, dann zeige ich das auch nochmal. Das ist mir eben auch aufgefallen, dass auch hinten eine Fahrgestellnummer drin ist. Habe ich sie gesehen? Da. Ja, siehst du? Also auch hier auf dem Teil hier ist die Fahrgestellnummer hier drauf. Warum auch immer man das macht, ne? Ja, warum auch immer. So. Ist schon ziemlich interessant. Hast du das Model Y dann auch gefahren oder hast du es? Ich bin bisher nur mitgefahren. Okay. Ne? Also mit dem, was jetzt bei dir steht vom Uli, der hat mich da auch mal mitgenommen. Und ja. Das steht dann komisch an, ist, ne? Dass es keine Hubabdeckung gibt. Ne? Spart man da oder will man das? Oder, ich habe noch nie ein Auto ohne Hubabdeckung gesehen. Also, wenn das Auto eine solche Klappe, ein Fließheck also hat. Genau, ja, selbstverständlich. Ja, also, finde ich auch ganz komisch, Tesla weil das macht Sachen halt anders. Model S hat es aber halt. Ja, ne? Model X auch. Ja, aber genau das ist es. Es ist ein riesiger Resonanzraum. Mhm. Deswegen dämmt ihr es ja in dem Maße, wie ihr es hier gerade tut. Genau. Weil eben die Geräusche, und deswegen gibt es ja auch jetzt hier diese neuen Akustik-Schaumstoffe hier überall, damit eben nicht ganz so viel vom Radkasten nach innen dringt. Aber da geht immer noch was mit anderen. Wir haben hier natürlich auch Löcher. Ne? Hier haben wir auch Löcher, das überträgt sich. Hier haben wir die Lüftungsklappen. Genau, das ist diese Zwangsentlüftung, Kofferraum-Zwangsentlüftung. Genau. Ne? Aber da kommt natürlich eine Menge Lärm rein und deswegen setzen wir da immer einen atmungsfähigen Kunststoff vor. Ja. Kunststoff sage ich schon, Schaumstoff. Ja, also das ist auch wichtig, dass das atmungsaktiv ist. Also Hintergrund ist diese Zwangsentlüftung. Sonst kriegst du die Tür nicht ordentlich zu. Du kriegst die Tür nicht zu, weil da drinnen natürlich die Luft entweichen muss. Das geht nicht. Und da unten ist die sogenannte Zwangsentlüftung, die Luft dann aus dem Innenraum rausgedrückt wird, wenn die letzte Tür geschlossen wird. Ist so. Ja, also sehr interessant der Aufbau. Die Türen sind natürlich wieder voll aus Aluminium. Das ist so wie beim Model 3. Kotflügel sind wieder aus Blech. Klappen, Heckklappe und vordere ist aus Blech auch. Genau, Stahlblech, ist aus Blech. Genau. Ja. Okay, so. Und sonst haben wir sonst noch irgendwelche. Guck mal, da haben wir bei meinem Video gar nicht drüber gesprochen, dass wir die natürlich auch Hohlraum versiegeln. Weil, die Klappe, die Heckklappe. Genau, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Das machen wir auch mit. Also. Richtig, das werde ich auch noch. Genau. Da. Ja, da klebt der Schraubenzieher. Da hängt er wieder. Schraubendreher. Genau, Schraubendreher, du ziehst sie nicht, du drehst sie.
Okay, ja, cool. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen einen kleinen Einblick hier gewonnen in das Model Y jetzt und seht, wo so ein bisschen die tricky Stellen Fragen sind. Fragen wir doch mal andersrum. Wenn euch was fehlt, erzählt uns doch mal. Wir haben also jede Woche Autos hier auseinandergebaut. Wenn ihr irgendwie was Bestimmtes sehen möchtet. Haut's in die Tasten und in die Kommentare rein oder direkt bei Michael unter sein Video. Wir können halt auch nur das jetzt präsentieren, wo wir gerade dran denken. Was euch vielleicht interessiert. Und sonst, wenn ihr was ganz anderes sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ja. Dann setzen wir das um. Genau. Ja, cool, Michael. Also, sehr, sehr schöner Einblick. Also, interessiert mich wirklich. Wie gesagt, also, bitte. Freut mich, dass du das so wahrgenommen hast, den Model Y mal in die Unterwäsche zu gucken. Ja. Bei mir willst du es nicht heute machen, ne? Nein, ich muss auch noch fahren. Das war jetzt nicht abgesprochen. Nein, ach, alles gut, das bleibt aber drinne. Das bleibt aber bei uns drinne. Ja, eben. Wir sind ja alle unter uns. Ja, hier. Richtig. Ja, cool. Wenn du irgendwann mal ein Model Y hast, wo du die Batterie unbedingt ausbauen willst, dann sagst du mal Bescheid. Unbedingt, sag ich Bescheid. Ja, ansonsten hoffe ich, dass ihr jetzt ein bisschen schlauer geworden seid, euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr, Daumen hoch und so weiter. Kanal dürft ihr abonnieren, natürlich auch von dir. Dein Kanal ist... Jürs Lackiererei. Jürs Lackiererei, das ist ganz unauffällig hier zu sehen. alles über Karosserie, Lack, Keramikbeschichtung, Dämmung, Unfallinstandsetzung, Fahrzeuglackierung, alles Mögliche, was alles, ihr euch denken könnt. Und zukünftig gibt es da noch ganz interessante Sachen. Sowas auch, ne? Das macht er so nebenbei. weil ihm langweilig ist, einfach, weil das kann. Weil das kann, ja. Ja. Also, ja, Michael, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne, hat mich gefreut. Hau rein. Hau rein, mein Lieber. Bleibt gesund, meine Lieben. Daumen hoch und dann bis zum nächsten Mal hier bei Schwungvoll. Ciao. Schwung.